wollte genau dasselbe sagen. Was macht ihr drei denn hier? Klappe, ihr seid uns doch gefolgt. Nein, eigentlich sind wir. Das hört jetzt auf. Kein Schritt weiter. Was wollt ihr dagegen machen? Dieses Mal werden wir euch wirklich auf Befehl ihrer Majestät eliminieren. Schon wieder, also was tun wir? Wir können wohl nichts tun, außer... Wage es ja nicht. Du hast versprochen, ihnen nicht weh zu tun. Erinnerst du dich? Oh, stimmt. Wir können sie also entweder wieder überreden, was wohl nicht klappen wird, oder sie ignorieren. Vielleicht rennen sie ja auch weg, wenn wir ihnen Angst einjagen. Ehrlich gesagt, ignorieren wir sie doch einfach. Wir sollten sie wohl einfach ignorieren. Ja, scheint unsere beste Option zu sein. Wenn du das sagst. Ob das klappen wird, und sie starren uns immer noch finster an. Dann schau sie nicht an, wenn wir sie einfach in Ruhe lassen. Ihr dreht uns den Rücken zu, hm? Das wird ein leichtes Spiel. Attacke! Au, hey, ouch! Lass das! Wie gefällt euch das? Oh nein, das scheint ihnen nichts auszumachen. Ah, nächstes Mal schnappen wir sie uns. Rückzug! Takuma, ist alles in Ordnung? Aha, ja, mir geht es gut. Mann, was haben die für ein Problem? Mir tun sie fast leid, wisst ihr? Haha. Okay, sie sind weg. Und wir sollten besser weiter nach Mio suchen. Harumiyuki, geht es euch gut? Nicht zu müde? Es geht uns gut. Gut. Okay, dann weiter mit der Suche. Gott, soll's nicht langsam mal dunkel werden? Okay, wir können hier immer noch beim Schlosshof mit Kaito interagieren. Ist das Kaito? Vielleicht sollte ich etwas zu ihm sagen. Erst einmal gucken wir uns natürlich um. Wir haben hier unten irgendwas und das war's dann auch schon. Hm, ich glaube, hier ist irgendwas. Ja, mit der Kamera umsehen, natürlich. Das machen wir doch gleich. So. Was ist das? Pflaster. Die werden wir ganz bestimmt noch gebrauchen können. Mann, wo könnte sich Mio verstecken? Hoffentlich sitzt sie nicht irgendwo und weint. Ich glaube, Mio ist die letzte und wirklich die allerletzte Person, die weinen würde. So wie ich sie einschätze, macht sie sich bestimmt jetzt aktuell einen riesigen Spaß daraus, uns alle an der Nase herumzuführen. Kaito wirkt immer so überraschend sanft, wenn er so drauf ist. Mio muss ihm wirklich sehr wichtig sein. Aber Mio selber gibt ehrlich gesagt wirklich einen Scheiß auf ihren Bruder. Aber wenn ich ehrlich bin, kam sie mir immer etwas seltsam vor. Takuma, warum glotzt du mich so an? Du wirfst mir echt komische Blicke zu. Oh, ich habe mir nur vorgestellt, wie deine Schwester wohl so ist. Ja, was möchtest du wissen? Ist schwer zu beantworten, wenn er mich so direkt fragt. Soll ich fragen, was er am meisten an ihr mag oder was er am niedlichsten findet? Was könnte ihm vielleicht peinlich sein? Was gibt es noch? Ich könnte vielleicht fragen, ob es nervt, eine Schwester zu haben. Ich glaube, was magst du an ihr am meisten, ist die richtige Antwort. Hä?
Was soll die Frage? Ich hätte einfach nie gedacht, dass du so bei ihr so einen extremen Beschützerinstinkt hast. Also dachte ich mir, dass sie dir sehr wichtig sein muss und habe mich gefragt, warum genau. Komm bloß nicht auf blöde Ideen. Aber die Frage ist ja aber auch so dämlich, beziehungsweise die Art und Weise, wie Takuma das jetzt gerade versucht, an Kaito ranzubringen, ist so dumm. Ich meine, es ist seine Schwester. Natürlich ist sie ihm wichtig. Oh Gott, ich stehe nicht auf meine Schwester und ich werde wegen ihr auch kein Waschlappen. Es ist einfach, du weißt schon, Familie eben, okay? Ich wusste, dass es ihm peinlich sein würde. Stell doch nicht so komische Fragen. Eines ist jedenfalls sicher, du sorgst dich um sie. Ich bin alles, was sie hat, also muss ich auf sie aufpassen. Okay, haben die beiden keine Eltern mehr? Interessante Information. Verdammt, wir haben den ganzen Park abgegrast und keine Hinweise gefunden. Wo könnte Mio bloß stecken? Haben wir uns irgendwo noch nicht umgesehen? Im Schloss. Ich glaube, wir waren überall im Schloss. Mann, was sollen wir jetzt machen? Vielleicht mal das Schloss absuchen? Hm? Hört ihr auch Schritte? Ich nicht. Hast du dir das vielleicht nur eingebildet? Ich höre sie auch. Klingt, als würden sie sich nähern. Ach, sag nicht, dass das Ding von gestern ist. Oh nein, nicht schon wieder. Aoi ist schon in Ordnung. Keine Sorge. Die Schritte klingen eher nach. Eindringlinge, da seid ihr ja. Ah, die schon wieder. Schon wieder. Das wievielte Mal ist das jetzt? Man kapieren die es endlich. Habt wohl gedacht, wir lassen euch das von vorhin durchgehen, was? Jetzt revanchieren wir uns. Könnt ihr uns bitte einfach in Ruhe lassen? Ihr könnt nicht fliehen. Dieses Mal werden wir euch wirklich eliminieren auf Befehl ihrer Majestät. So viel zum Thema ausdiskutieren. Die hören mir einfach nicht zu. Dann muss ich es wohl versuchen. Ich will nicht, dass wir hier noch mehr Zeit verschwenden. Was, wenn wir den Blickkontakt vermeiden oder sie komplett ignorieren? Das wäre wohl die beste Methode. Wir könnten sie ignorieren, aber ich habe eine bessere Idee. Was denn? Wir legen sie an und behaupten, wir dienen auch der Königin. Die könnten dumm genug sein, um das zu schlucken. Hey, was flüstert ihr denn da? Wir besprechen nur unsere Strategie. Schluss damit. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Takuma, wir müssen uns schnell entscheiden. Shuji könnte versuchen, mit ihnen zu reden, oder wir ignorieren sie, wie Saki meinte. Oder wir könnten so tun, als würden wir auch der Königin dienen. Ich glaube, als Diener auszugeben, wäre echt interessant. Weil keine Ahnung, was Shuji jetzt bezwecken will. Ich meine, klar, so an und für sich, wie ich ihn mir jetzt so vorstelle, könnte er schon ziemlich ausdrucksstark rüberkommen und denen echt ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ignorieren klappt halt nicht wirklich. Sie kommen ja eh wieder zurück. Probieren wir es einfach mal aus. Machen wir es, wie Minoru sagt, und behaupten, wir dienen auch der Königin. Okay, überlass es mir. Hey, kommt schon, Leute. Regt euch nicht so auf. Du da, großer Mensch. Komm nicht näher. Du benimmst dich verdächtig. Was soll denn daran verdächtig sein? Wisst ihr nicht, dass wir auf derselben Seite stehen? Was tun wir? Warum? Ist das nicht offensichtlich? Wir dienen ebenfalls ihrer Majestät der Königin. Du? Nicht nur ich, wir alle.
Wirklich? Also müssen wir sie nicht eliminieren? Nicht, wenn sie der Königin dienen. Ihr glaubt mir? Hervorragend. Dann werden wir uns gut verstehen. Hey, das läuft ziemlich gut. Oh, und falls einer von euch weiß, wo Mio ist? Moment, mich kannst du nicht täuschen. Hm? Ihr dient auf keinen Fall der Königin. Vorhin hast du davon gesprochen, sie zu vermöbeln, du Lügner. Oh Mann, sie haben es durchschaut. Sind wohl doch nicht ganz so dumm. Wie könnt ihr es wagen, uns anzulügen und reinzulegen? Ihr seid fürchterliche Fieslinge. Wir müssen euch jetzt endlich aufhalten. Oh. Minoru, zurück. Eieiei, Minoru, das hat ja echt gut geklappt. Aber scheinbar bekommen wir jetzt endlich den Kampf, auf den wir jetzt die ganze Zeit schon gewartet haben. Okay, wir dürfen 3 weitere Leute mitnehmen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal Lupmon mit. Loramon. Und vielleicht sogar Dragmon. Soll ja wohl nicht so schwer sein. Hoffe ich doch mal. Wo sind denn unsere Gegner? Ui, sehr super positioniert hier. Ich denke mal, wir bewegen Dragmon nach vorne. Loramon darf sich dann gleich die Kiste schnappen. Können wir von hier aus? Ja, können wir sogar. Das reicht vollkommen aus. So, Lupmon. Zeig mal, was du drauf hast. Weg. Okay, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir können tatsächlich nicht mit ihnen reden. So, gucken wir mal. Können wir als Zangloopmon irgendwas ausrichten? Ei, schade, schade. Dann warten wir hier einfach. Pfefferatem für die Kiste. Und Nummer 2. Patamon wartet. Ich meine, natürlich können sie uns nicht. Wer hätte auch was anderes erwartet? Sieht aber an und für sich ziemlich fies aus. Wie theoretisch ja auch ihre Daten gelöscht werden könnten.
So, Patamon, dann komm mal her. Mach uns das Ganze nicht ganz so schwer. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch Agumon bewegen. Patamon kommt schon von alleine zu uns. Pollenregen. Leider aber nicht vergiftet. Jetzt haust du einfach so ab. Ist nicht fair, ist nicht fair. Aber es reicht aus. Es reicht aus. So, damit wäre also auch das hier Geschichte. Vielleicht hören sie uns aber jetzt endlich mal zu. Flinke Banane. Aha. Das ist noch nicht vorbei. Oh, warum bin ich so erschöpft? Aha, es ist hart, sich ständig mit dem gleichen Quatsch abzuplagen. Die sollen sich nächstes Mal mit mir anlegen, dann kommen sie nicht so ungeschoren davon. Du willst ihnen aber nicht wehtun, oder Kaito? Tja, Aoi, ich muss dir leider sagen, dass Kaito nicht der Einzige ist, der sauer auf sie ist. Aber hoffen wir einfach, dass wir ihnen nicht mehr über den Weg laufen. Nachdem du das gesagt hast, werden wir ihnen ganz sicher wieder über den Weg laufen. Warum das denn? Ist wie eine Vorahnung. Ja, aber nicht so, als würde gleich jemand sterben. Eher so, als ob man gleich jemanden trifft. Was passiert denn, wenn man etwas vorahnt? Also, wenn das hier ein Manga wäre, würde das als nächstes passieren. Ist wohl keine sonderlich gute Erklärung. Ist doch egal. Suchen wir weiter nach Mio. Wir haben noch keinen Hinweis entdeckt. Gute Idee. Wo kann sie nur sein? Ach, Leute. Strengt euch mal an, wo könnte sie potenziell denn noch sein? Alle sind da. Ist was passiert? Uiuiui. Shuji. Okay, alle sind hier. Besprechen wir unsere aktuelle Lage. Was gibt es da zu besprechen? Wir haben nichts gefunden. Keinen einzigen Hinweis. Hey, du musst deswegen nicht so aggressiv werden. Du bist nicht der Einzige, dem das zu schaffen macht. Ah, du hast recht. Tut mir leid. Dabei wollt ihr mir alle nur helfen. Aber ich halte es einfach nicht aus. Hey, mach dir keine Sorgen. Wir verstehen das. Obwohl ich nicht weiß, was wir sonst noch tun können. Wo können wir noch suchen? Keine Ahnung, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht allzu lange hier rumstehen sollten. Wieso nicht? Ist nur so ein Gefühl. Aber immer, wenn wir uns so treffen, kriegen wir gleich Gesellschaft. Oh ja, ich verstehe, was du meinst. Stimmt, wie konnte ich das vergessen? Moment, das verstehe ich nicht. Ich will sagen, wenn wir hier zu lange rumstehen, werden diese nervigen kleinen Viecher nach uns suchen. Ach, kommt schon. Jetzt ernsthaft. Unfassbar, sie sind wirklich aufgetaucht. Im Ernst? Die Vorahnung ist aber schnell eingetroffen. Hey, tut nicht so überrascht. Ihr habt uns doch gerufen.
Wir haben gar niemanden gerufen. Habt ihr wohl, um alles ein für alle Mal zu klären. Genau, dieses Mal von allen Malen und zu keinem anderen Mal werden wir euch erledigen. Denn so lautet die Befehle ihrer Majestät. Was sollen wir tun, Takuma? Mal überlegen. Diese dämlichen, blabbernden, nervigen Gören. Ja, genauso wie Kaito fühle ich mich ebenfalls. Oh, ist das schrecklich. Kaito? Ich habe echt genug. Kaito sind wohl die Sicherungen durchgebrannt. Wenn ihr kleinen Deppen euch noch einmal mit mir anlegt. Kaito nicht. Hör auf. Bitte beruhig dich. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Es reicht jetzt. Du jagst ihnen richtig Angst ein. Der große Mensch ist gruselig. Oh, eure Majestät. Ich hasse das. Sie weinen. Weinen. Okay, gut, bitte. Was zur Hölle sollen wir denn machen? Ich rede mit ihnen. Du bleibst hier, Kaito. Das haben wir schon versucht und es hat nicht geklappt. Lass mich das machen. Na toll, jetzt wird Aoi sauer. Das hat Kaito auch verdient. Was glaubt er, wer er ist, hier so rumzuschreien? Aber bist du dir da sicher, Aoi? Natürlich, die sind gar nicht so schlimm. Hört mal, tut mir leid, dass wir euch so erschreckt haben. Ich komme ein bisschen näher, okay? Ich tue euch auch nicht. Hm? Warum geht sie in die Hocke? Um ihnen in die Augen zu schauen? Sie behandelt sie, als ob man mit einem kleinen Kind spricht. Sie will nicht, dass sie sich bedroht fühlen. Wie Kinder manchmal Angst bekommen, wenn Erwachsene auf sie runterschauen, weißt du? Oh, jetzt verstehe ich. Ja, ich glaube, ich weiß, wie sich das anfühlt. Geht das etwa in meine Richtung? Ich habe nie Angst, wenn du auf mich runterschaust, Takuma. Psst, konzentrieren wir uns auf Aoi. Dieser Ort bedeutet euch wohl sehr viel. Es tut uns leid, dass wir einfach so hier aufgetaucht sind. Aber wir haben nichts Schlimmes vor. Wir suchen nach der kleinen Schwester unseres Freunds. Klingt das für euch okay? Und ihr seid wirklich nur deswegen hier? Wow, sie hören Aoi wirklich zu. Nur deswegen, wir suchen nach einem Menschenmädchen namens Mio. Ein Menschenmädchen wie die Königin? Ist eure Königin ein Menschenmädchen? Ja, ist sie. Oh, vielleicht weiß die Königin etwas über eure Freundin. Wirklich? Würde sie uns das sagen? Da müssten wir sie fragen. Könntest du sie bitte fragen? Das könnten wir. Gehen wir zu unserem Geheimversteck und schauen, was sie sagt. Euer Geheimversteck? Okay, wir fragen sie. Wartet, oh, sie sind weg. Ihre Königin ist ein Menschenmädchen? Ah, was ein Zufall, was ein Zufall. Ja, das haben sie gesagt. Ein Menschenmädchen, genau wie Miu. Das gefällt mir nicht, ganz und gar nicht. Hm, wieso nicht? Kommt schon, wir müssen den Kleinen folgen. Aber warum? Ich glaube, ich weiß, was wir finden, wenn wir das machen. Behalte sie im Auge, ja? Und lass sie nicht Lund riechen. Okay, kommt schon. Machen wir, was Kaito sagt. Wir müssen ihnen so folgen, dass sie es nicht merken, richtig? Das kann ich. Oh, wer hätte das denn überhaupt gedacht? Los, wir müssen uns beeilen. Hey, glaubt ihr, wir werden verfolgt? Nee, alles in Ordnung. Kommt schon, wir müssen zu Ihrer Majestät.
war echt knapp. Allerdings. Aber sie haben uns wohl nicht bemerkt. Eines frage ich mich aber. Warum laufen sie um das Schloss? Wow, Takuma, schau dir das mal an. Sie gehen rein. Ja, tun sie. Das muss also eine Hintertür sein. Da das Schlosstor versperrt war, wussten wir nicht, wie man reinkommt. Das ist wohl ein weiterer Eingang. Ist uns nie aufgefallen. Allerdings nicht. Aber gehen wir rein. Und so kommt eines zum anderen. Deswegen haben sie also nicht im Schloss nachgeguckt. Oh Gott, sieht das schrecklich aus. Wow, dieser Saal ist echt beeindruckend. Wie in einem echten Schloss und sehr, sehr heruntergekommen. Wo lang sind die Kleinen wohl gegangen? Unfassbar, wir haben sie schon verloren. Wo können sie sein? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber wir sollten weiter reingehen. Schatztruhe! Erstmal gucken wir uns die hier an. Hier wurden absichtlich Schatztruhen aufgestellt. Wahrscheinlich zu Dekozwecken. Vielleicht springt ja ein Monster heraus, wenn ich eine öffne. Hm, nein, ich fantasiere. Und ich dachte, es gibt hier extra Loot. Ich glaube, hier ist irgendwas. Soll ich mich mit der Kamera umsehen? Machen wir doch gleich. So, was könnte denn hier sein? Lernkristall. Alles klar. Sonst haben wir hier auf der Kamera nichts mehr. Ecke, Fenster. Gucken wir uns das mal an. Takuma, was machst du da? Ich dachte, ich schau mal, was man durch das Fenster sieht. Hoppla, das war laut. Was war das? Eindringlinge hier? Schnappen wir sie uns? Oh nein. Oh nein, sie werden uns finden. Los, lass uns abhauen. Okay, Agumon, geben wir ihnen weiter nach und stellen sicher, dass sie uns nicht erwischen. Okay, bin schon dabei. Eieiei, was ein Akt. Schau, Agumon, um die Ecke rechts. Lauter kleiner Fußspuren. Das waren bestimmt die drei. Versuchen wir ihnen zu folgen. Schlossweg Süd freigeschaltet. Und Ost? Okay, gucken wir erstmal hier bei Süd. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Item. Ach, hier waren wir doch. Hier ist Wasser, spüre ich. Dieser Schatten. Oh, wir haben einen weiteren Kampf. Naja, dann kämpfen wir halt. Vielleicht finden wir ja noch ein tolles Digimon, was man mitnehmen kann. Ich meine, bei Diatrimon, das war ja total die Niete. Na komm, wer wartet denn auf uns? Wir können sogar die Kiste looten. Let's go. Dann nehmen wir mal Agumon mit. Falkmon. Floramon und Lupmon will ich auch ganz gerne einmal mitnehmen. Und Dragmon, of course. Kampf beginnen, natürlich.
Drehen wir mal einmal die Kamera, aber hinter uns ist nichts mehr. Okay, mit Heilwasser kommen wir auch nirgendwo dran. Was habe ich mir aber auch dabei gedacht? So, Agumon, zeig mal, was du drauf hast. Ah, klasse. Das klappt also alles nicht. Dann nehmen wir im nächsten Zug. Holen wir uns erst einmal diese Kiste hier. Machtkristall. Theoretisch sollte doch eigentlich Drakmon die Kiste hier angreifen können, oder? Nee, kann er nicht. Vielleicht ist sie aber auch nur Deko. Was finden wir jetzt heraus? Okay, von hier aus können wir die Kiste nicht angreifen. Wie schaut's denn? Nee, ist nur Deko. Schade, schade. Bevor wir Agumon vorsetzen, machen wir erst einmal an dieser Stelle Schluss. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.